In dieser Funktion steckt ein T drin. Das spielt aber keine große Rolle beim Ableiten. T behandeln wir wie eine Zahl. Also Sie werden sehen, das ist ganz einfach. Also eben, es geht um die Funktion 5 durch 2x minus 2t durch 3x hoch 6. Zuerst, bevor ich zum Ableiten komme, schreibe ich die Funktion überhaupt um. Das heißt, alles, was ein x hat und unten steht, schreibe ich hoch. Die 2 und die 3, die lasse ich unten stehen, weil die haben keine Hochzahl. Das heißt, meine Funktion, also noch nicht die Ableitung, ich schreibe nur um, ist 5 halbe mal x hoch, unten stand x hoch 1, jetzt kommt es hoch zu x hoch minus 1. Minus 2t durch 3, statt x hoch 6 mache ich x hoch minus 6. Sie sehen beim hinteren Bruch also zwei Sachen. Zum einen, die 3 habe ich unten stehen lassen, weil die 3 eben hat keine Hochzahl. Und überhaupt wäre es schlecht, sie hochzubringen. Und das t interessiert mich gar nicht. Das t ist wie eine Zahl. Stand oben 2t, steht es immer noch 2t, bleibt beim Ableiten einfach stehen. Interessiert keine Sau. So, jetzt leite ich ab. 5 halbe bleibt stehen. Die minus 1, die alte Hochzahl, kommt nach vorne. Ich rechne also 5 halbe mal minus 1, sind minus 5 halbe. X hoch, neue Hochzahl ist 1 kleiner. Minus 1, minus 1 gibt minus 2. Hier, die alte Hochzahl, die minus 6, kommt nach vorne. Ich rechne also minus 2t Drittel mal minus 6. Minus mal minus gibt plus. 6 stelle ich mir vor als 6 Eintel. Ich mache jetzt also hier einen Zwischenschritt und kann nachher die beiden Brüche zusammenfassen. X-technisch, ich ziehe 1 ab. Minus 6 minus 1 gibt minus 7. Jetzt schreiben wir es nochmal schöner. Also hier bleibt es erstmal stehen. Und hier könnte ich oben zusammenrechnen. 2t mal 6 gibt 12t. Es ist aber schlauer zu kürzen. Ich kann die 3 mit der 6 nämlich kürzen. Und rechne es jetzt zusammen. Unten habe ich nur noch 1 mal 1, also Eintel. Oben habe ich 2t mal 2i, sind 4t. Ich habe 4t Eintel, also 4t. Mal x hoch 7. Auch in dieser Aufgabe gilt, theoretisch wären wir fertig mit der Ableitung. Es ist aber, wenn man weiterrechnen will, geschickt, die negativen Hochzahlen nicht hier stehen zu lassen, sondern runter ineinander zu bringen. Ich könnte also für die Ableitung auch schreiben, minus 5 bleibt stehen. Unten habe ich die 2 und aus dem x hoch minus 2 wird, wenn ich es runterschreibe, x hoch plus 2. Im nächsten Term, 4t bleibt stehen und runter kommt, statt x hoch minus 7 habe ich unten x hoch plus 7. Das wäre jetzt meine endgültige und wunderschöne Ableitung.